Jo, wir sind wieder hier mit Face of the Franchise. Ich mache kein langes, großes Intro. Wir gehen einfach mal auf Continue. Übrigens habe ich beschlossen, ich fange das Ganze nicht nochmal von vorne an, weil mir Leute geschrieben haben, selbst wenn man super spielt, so wie wir halt theoretisch gespielt haben und die Spiele übernommen werden, man spielt trotzdem nicht jedes Spiel oder viele Spiele oder so. Deswegen, wir müssen jetzt halt das Beste aus der Karriere machen, die wir haben. Ey, yo, wir sind 2 und 7. Also Playoffs AD in Runde 2 oder in Saison 2 schon mal, sage ich mal. Und wir spielen schon wieder gegen die Chiefs. Haben wir letztes Mal auch, ne? Wir haben schon wieder Upgrades. Ey, wir verlieren hier die ganze Zeit nur, aber entwickeln uns gefühlt trotzdem dreimal so schnell wie normale Spiele. Obwohl, das ist vermutlich nur, weil wir so schnell durch die Saisons gehen. Juke Move plus 1, let's go. 87, na gut, nehmen wir. Nehmen wir. So schnell wie ich bin, ich muss eh niemanden ausjuken. Let's go. Rise to Fame. Mal gucken, wir sind vermutlich. Ja, nee. Sweep Your Division Rival können wir ja auch schon nicht mehr machen, weil wir doch das erste verloren haben, oder? Und Make Hall of Fame wird jetzt auch ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, ich bin erst in meiner zweiten Saison. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja auch das Team irgendwann wechseln oder so. Ich weiß es nicht. Wir spielen jetzt auf jeden Fall einfach so weiter, wie es passiert ist bei uns. Nächste It wasn't surprising Pressekonferenz. that heading into our second meeting of the season, the war of words was reignited in the middle of the week. Okay. Ah, okay. Entertainer, Teamplayer. Nee, ha. Okay, also Khalil Mack hat scheinbar die ganze Zeit gesagt, ah, letztes Mal haben wir gewonnen, bla bla bla. Und ich bin jetzt ein bisschen aggro zurück. Desperate for attention, also will nur die Aufmerksamkeit. Okay, ja. Bisschen I gedisst. was sick of hearing him run his mouth. Now maybe I spoke without thinking, but I knew my teammates had my back, and I knew I was prepared to do my part on Sunday. Outfit nach wie vor fraglich, was ich da anhab bei den Pressekonferenzen, aber hey. Plus 10 Hit Power, wollen die mal irgendwie chillen? Was ist das denn? Mensch, ey. Ich habe nicht gesehen, was wir als Positives gekriegt haben. Ich glaube, wir haben auch irgendwas gekriegt, aber hey. Egal. Ah, oh, wir sind schon, gehen schon ins Spiel rein. Okay. Ich habe länger nicht mehr Face of the Franchise gespielt und in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, habe ich mir auch die ganze Zeit hin und her überlegt, okay, ich fange jetzt den ganzen Quatsch nochmal von vorne an, ich fange es nicht nochmal von vorne an. Hab mich letztendlich dazu entschieden, wir spielen das einfach weiter. Denn ganz ehrlich, der Modus ist halt so oder so nicht so geil, dass es jetzt eine super tolle Erfahrung wird, wenn man nochmal von vorne anfängt. Wir machen, wie gesagt, einfach das Beste aus dem, was wir haben, machen uns ein bisschen über die Story lustig und dafür sind wir hier. So, Khalil Mack hat bisher erst 31 Tackles, das ist ganz schön nicht so gut. Und scheinbar auch keine anderen Stats. Also hey, wir überspringen den Quatsch. Und fangen direkt an mit dem Spiel. Gucken, ob ich überhaupt spielen darf. Und das sieht doch aus, als wäre der erste Drive nicht so erfolgreich gewesen. Die punten von ihrer 16. Wenn es jetzt ein guter Punt ist, habe ich die Möglichkeit, weit zu returnen. Aber sehr hoch. Gute Hangtime. Ja, das ist dumm, ey. Dadurch, dass man immer diesen komischen Beschleunigungsboost drin hat, indem man aber die Richtung nicht ändern kann, laufe ich immer. Na, ist egal. Ich wollte schon viel früher nach außen biegen. Aber ging nicht. Übrigens, wenn ich es schaffe, kommt nachher noch ein Video, ne? Also, dann müsste Community Franchise kommen. Je nachdem, ob ich es bearbeitet kriege oder nicht in Zeit. Aber ich denke eigentlich, es müsste gehen. Das war schon mal kein so ganz so guter Start, ne? Neun Spiele, wir haben nicht mal 500 Yards. Das ist auch nicht das Gelbste vom Ei. Obwohl, vielleicht haben wir super viele Receiving Yards, wer weiß. Toll. Toll. Einfach straight in Khalil Mack reingerannt. So kennt man das. Ich guck mal, wenn die blitzen, vielleicht renne ich einfach rechts raus. War kein Blitz, war Man. Derek Carr 0 von 2, legendär. Der Wurf eben auf mich war auch dumm. Vor allem, ich habe halt nicht mal den Ball gefordert oder so. Und die haben 3 Punkte immerhin. Aber so wie Derek Carr spielt, sehe ich hier echt ein bisschen schwarz. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, zu einem anderen Team zu gehen, dann gehe ich zu einem Team mit einem richtig schlechten Quarterback. Weil ich das Gefühl habe, die schlechten Quarterbacks spielen im Madden einfach besser als die guten Quarterbacks. Wenn man da sieht, wie uns auf einmal Trubisky fertig macht, aber Mahomes wirft irgendwie 4 Picks oder sowas in der Dolphins-Franchise.
Alter, bei Draws sind dumm. Also nicht in echt, aber hier. So, Josh Jacobs, zeig mal was. Oh, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, die Slant war eigentlich offen. Oh, wer, das ist Holding oder so. Ah, Nice, fast down. Das war das, was zählt. Oh, wir müssen vielleicht aufpassen mit den Hits. War mit dem plus 3 Hit Power. Das klingt irgendwie ziemlich dumm. Ey, wir haben noch nicht mal Khalil Mack aus seinem X-Factor rausgebracht, ne? Aber jetzt vielleicht. Waren es 11? Ja, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir ihn raushaben. Okay. Die bieten uns, oder die schlagen uns oben wieder die ganze Zeit nur Running Plays vor. Vielleicht suche ich mir wieder von den 13 Plays, die ich da sehe, eins aus in Zukunft, damit sowas nicht mehr passiert. Ey, beide Running Backs, beide Wide Receiver einfach straight an ihren Blocks vorbei. Normalerweise hätte ich jetzt einen da alleine gehabt, das wäre schon kritisch genug gewesen, aber so hatte ich einfach drei alleine. Toll. Ich war so offen in der Flat. Na, hat er die Füße drin? Let's go. Ich dachte, der war viel zu spät geworfen, aber er hat die Füße noch reingekriegt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Goal-Line... Ah, ich darf gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Goal-Line-Power für Josh Jacobs, aber das ist vermutlich sowieso das, was sie machen. Jawohl, Touchdown auf jeden Fall. Und der nächste Drive nicht erfolgreich für die Chiefs. Let's go, wir sind vorne. Driver Seat. Oh, Cincinnati ist 0-9. Bounce wegen Hit Power, da wäre ich sowieso nicht mehr vorbeigekommen. Ein paar Yards reicht erstmal. 36. Akzeptable Field Position. Slam kommt raus. Oh, Slam geht weg. Ich bin ein bisschen spät losgekommen, aber der hätte trotzdem mich anwerfen müssen, weil All Out Blitzen, da war keiner bei mir. Achso, ich darf ja nicht von hier. Na gut, ISO, warum nicht? ISO vor allem. ISO. Ich hoffe, Mac droppt. Nope. Ja, toll. Wenn der Backside-Typ so schnell bei mir ist, was soll ich da machen? Ah. O-Line auch ein bisschen schwer. Oh, Glück, Alter. Der Typ war genau auf mir drauf. Da hatte ich Glück, dass ich noch irgendwie diesen kleinen Bubble da unten gelaufen bin, damit der mich nicht gekriegt hat. Also das wäre ein echt ein krasses Play gewesen, wenn das jemand so machen würde. Ach, ich hasse das immer, wenn man denkt, okay, da ist eine Lücke, da bin ich durch. Und dann auf einmal löst sich ein D-Liner noch und shattet perfekt, sodass er reinkommt. Das ist nervig. Zone-Fake Jet schlägt er mir direkt zweimal vor, aus verschiedenen Formationen. Kann man ja auch mal machen, oder? Ey, die laden die Box aber sowas von die ganze Zeit. Das ist so nervig. Ich will halt rennen, weil das sicherer ist als passen bei unserer Offense. Aber die machen halt die Box die ganze Zeit zu. Guck mal, was ist denn das? Ich habe den Ball direkt drei Leute am Hals. 8 für 32, so ein Müll. Jetzt bin ich auch erstmal raus. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Vielleicht waren das drei Incomplete Passes und deswegen wurde nichts angezeigt bei den Chiefs oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war unser Drive scheinbar nicht erfolgreich, nachdem ich raus bin. Und deren Drive war auch nicht erfolgreich. Ah, okay. Akzeptabler Return. 41. Gute Starting Field Position. Wir können ja direkt mal anfangen mit einem tiefen Pass, falls er mir einen gibt. Ja, nicht wirklich, aber egal. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen stumpf an den Winkel zu nehmen, damit ich nicht wieder hängen bleibe in irgendwem. Ey, ich darf einfach nicht. Was ist denn das? Ich bin jetzt einfach irgendein Bullshit gelaufen. Ich wollte es sozusagen straight nach rechts. Was macht der? Schickt mich nach oben. Ich wollte ja außen am End vorbei, nicht irgendwo dazwischen lang. Deswegen habe ich auch improvisiert, bin irgendein Quatsch gelaufen. Oh Gott, Option. Oh je. Wart doch, bis ich meinen Cut gemacht habe, Alter. Also ich meine, es hat funktioniert, Gott sei Dank, aber da hat man schon oft genug jemanden den Ball fallen lassen sehen, so eine Situation. Ja, das wird ein Tackle. Ich prognostiziere,
dass Kollege über Waller einfach an ihm vorbeirennt und keiner ihn blockt. Nee, doch, er wird geblockt, aber eine Sekunde lang ungefähr. Oh, Face Mask, let's go. Nice, Field Goal Range. Falls sie das nicht irgendwie noch verhauen. Willie Gay. Das heißt, wir laufen jetzt entspannt. Und gucken. Reintroduce yourself. 3 Touchdowns. Ja, viel Spaß. Deswegen hasse ich Sachen mit pullenden Guards. Die sind einfach zu langsam. Das bringt nichts. Auch da wieder. Natürlich nicht in echt. In echt funktioniert sowas super. Aber in-game ist das ziemlich crutch. Ja, komm. Hat er. Easy. Nur 8. Dreck. Wo ist denn der lang gelaufen? Oh, und jetzt sollen wir es auch noch ausspielen. Ist der einfach nur straight zur Seite gelaufen? Der hat ihn doch schon gefangen und war drin. Easy. Nehmen wir. Unter 4 pro Yard, aber wir fühlen. Das ist das, was zählt. So. Oh, Mann, 88. Wenn er seinen Block ein bisschen besser hält, das ist ein Touchdown. Aber hat er nicht. Also, hey. Ich wünschte, ich könnte ihn selber passen, ne? Oh, Mann, Alter. Derek Carr ist wirklich ein ganz großes Kamel. Ey, guck mal, was? Was ist das? Ohne Spaß. Ich halte meinen Stick nach da. Und was macht der Typ? Der geht nach oben und dreht sich um. Das, ey, da, ey. Wirklich pure Verwirrung, was das ist. Und ein Turnover scheinbar wenigstens. Aber auch nur bei diesem komischen, naja, ist auch egal. Weil hier zum Beispiel habe ich komplett die Kontrolle. Also da ist alles ganz normal. Aber bei diesen Check-and-Release-Sachen, da lässt er mich das irgendwie mal nicht machen. Neues First Down, immerhin. Gut, wir sind schon innerhalb der letzten Minute der Hälfte. Ah! Nicht mal out of bounds, Dreck. The Athletic Juke. Wir gucken, ob irgendwer blitzt. Oh ja. Oh nein, der ist out of bounds gegangen, wa? Mhm. Derek Carr. Oh, da links. Ah, was mache ich? Ey, wirklich, auf einmal. Was ist das für ein Tempo? Das ist schneller, als wenn ich normalerweise sprinte. Das Tempo, in dem ich da jetzt rumgelaufen bin. Egal, wir haben unser Vierkör immerhin. Wir kriegen den Ball nach der Hälfte. Ey. Ich wollte einfach nur nach links und stehen bleiben. Auf einmal rennt er einfach weiter und ich konnte nur noch die Richtung ändern, aber nicht mehr anhalten. Sehr verwirrend alles. Es wird doch wieder nichts. Oh nein, schade. Wenn ich da ein bisschen schneller abgeprallt wäre, wäre dadurch eine Lücke sehr aufgegangen. Ich müsste jetzt, wenn ich 4 pro Carry hätte, müsste ich bei 60 sein. Ich bin bei 48. Das läuft gar nicht heute. So? Jawohl. Okay. Ich sehe die Zeichen nicht und konnte aber trotzdem. Oh! Ich habe Mac gecut blockt, aber Christian Jones war durch. Und Derek Carr ist. Ey, Derek Carr ist wirklich ganz, ganz schwer challenged hier. Der checkt einfach überhaupt nichts.
Mann, Alter. Können wir bitte Derek Carr benchen? Was ist denn das? Wir müssen irgendwo eine bessere Option haben. Aber nein, bevor jetzt hier Leute fragen, ich will auch nicht anfangen mit Full Control zu spielen und alle Spieler zu übernehmen. Ansonsten wäre das ja einfach ein ganz normaler neuer Franchise-Modus. Nee, toll. Ey, überleg mal, wie schnell ich vorhin war, als ich da in diesem Kreis gelaufen bin und wie schnell ich jetzt auf einmal war. Oder wie langsam ich jetzt auf einmal war. Das Ding ist, wir können nicht sehr gut laufen. Aber wir können auch gefühlt überhaupt nicht passen, deswegen... Guck mal, was ist das denn? Ich wusste es. Okay, dritter und neun, Verticals. Ich bin unten drunter, Checkdown, falls er sehr viel Zeit hat, wovon ich nicht ausgehe. Ey, Khalil Mack hat auch gefühlt einfach die ganze Zeit seinen X-Factor an, ne? Oh, was ist das denn, Alter? Das kann man ernsthaft nicht sein. Ich weiß nicht, das ist halt gefühlt die Line und gleichzeitig Derek Carr. Wir müssen uns ernsthaft heute bei unserer Defense bedanken, dass sie bisher nur zwei Field Goals erlaubt haben, obwohl die halt nicht mal irgendwie großartig viel Ruhezeit kriegen oder so, weil wir halt immer direkt als Offense wieder vom Feld sind und die wieder rauf müssen. Ah, oh, shit, wenn ich da rechts rumkomme. Dreck. So, ja, aber was ich jetzt hier offensiv mache, da bin ich echt ein bisschen am Ende. Mit meinem Latein und allem anderen. Guck mal, was ist das denn? Da, wo war da eine Lücke? Nirgendwo. Alles zu. Kann man natürlich auch sagen, okay, krass verteidigt, aber... Kann man auch lassen. Oh. Oh, stark. Wenn der Verteidiger da richtig hingeht, ist es halt ein Pick. Und ich weiß, ich hätte theoretisch hinten bleiben sollen für Blitz Pickup, aber ja. Das ist sowieso alles ein bisschen krautig, was hier passiert. Oh. Oh. Aber ich glaube, das war auch Darren Waller gegen Frank Clark. Das ist halt scheme-mäßig nicht das Cleverste, was man machen kann. Ich laufe hier einfach irgendwo lang, ne? Und er lässt sich wieder sacken. Oh Mann, ey. Ey, das ist echt so frustrierend, weil es ist einfach relativ egal, was ich mache. Wenn man den Quarterback nicht steuert, ist schwer. Let's go. Hat er den? Jawohl. Einmal gute Protection, weil ich hinten geblieben bin. Ich muss zwar überhaupt nichts machen, aber war trotzdem bestimmt mein Verdienst. Reach you all the way. Okay, let's go. Wir müssen mehr versuchen, bei außen zu rennen, wie es aussieht. Wir sind an der 11. Theoretisch müssen wir nicht mehr snappen vor... Wisst ihr was, ich gehe jetzt hier raus, ich mache jetzt, was ich will hier. Also ich bleibe in Suggestions, ich gehe jetzt nicht einfach in Informationen, suche mir aus, was ich haben will, aber ich bleibe jetzt nicht auf der ersten Seite, das ist mir zu dumm. Ich sag ja immer, Cornerbacks, die das Spiel spielen, müssen richtig genervt davon sein, wie schlecht Cornerbacks sind. Ich glaube, O-Liner, die das Spiel spielen, müssen auch richtig genervt davon sein, wie schlecht O-Liner sind. Ja, Hits. Neues First Down, aber okay. Vielleicht bin ich jetzt wieder direkt raus, weil Powerback reinkommt. Ne, bin ich nicht. Oh shit, sorry, my bad. Ich will halt eigentlich Goal-Line-Offense, ne? Da darf ich nicht. Das ist ärgerlich. Okay, aber ich bin auch so oder so nicht drauf. Oh ja, oh ja. Da war ja so ein Push. Die haben die bestimmten Meter in die Endzone reingepusht. Let's go. Und zack, Two-Possession-Game. Jetzt scoren bestimmt die Chiefs auch. Ja, immer so. Immer so, damit der Abstand gehalten wird. Aber egal, wir haben den Ball mit 3,37. Können den Sieg holen. Oh, schade.
Okay, jetzt ist halt wichtig, nicht zu fummeln, aber ich sag mal, 3:30 und 3 Timeouts ist auch schon. Hat man schon einfachere Sachen gesehen, da die Uhr runterlaufen zu lassen. Oh, nope, danke. Sechs Yards, nehme ich. Mein Average ist tot, ich habe keinen Touchdown, aber hey, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Mesh vermutlich, oder? Play Action Spider Mesh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Henry. Let's go. Gegnerische 39. Beinahe schon Field Goal Range, wa? Also, ich weiß, es ist schwer 56er, aber. Vielleicht mit bisschen Glück. Wen haben wir? Carson, wa? Ja. Oh, seht ihr wieder? Ich bin gefühlt durch und auf einmal kommt Derek Nnadi da noch ran. Aber der ist FSU, der darf. Ah, ich glaube, ich hätte ihn auch ein bisschen später snappen sollen, nur. Naja, mein Fehler. Da hätte ich das Two-Minute-Warning vor dem Snap ja noch mitnehmen können. Guck mal, da zum Beispiel auch. Da wurde ich gefühlt wieder reingesaugt in diesen Block. Das eben mit Derek Nnadi, das sah einfach gut aus. So, der hat halt einen Blockshot gehabt. Aber hier eben, da ist niemand bei mir und auf einmal werde ich einen Schritt zur Seite gesaugt. Das ist uncool. Oh, nee. Oder neues. Okay, neues First. Gut. Das heißt, jetzt wird nur noch gelaufen mit R1, damit man nicht fummelt. So. Da sind mir jetzt auch die Yards egal. Gerade mit dem plus 10 Hitpower, was sie gekriegt haben. Oh, jetzt bin ich raus. Und da bin ich wieder dran. Da können wir jetzt hier einfach abknallen. Ach nee, Dritter. Wie ist denn das passiert? Warum war ich raus? Oh, alles Fischgräten. Oh, ich war offen. Oh, 2 Yards, toll. Lass uns dafür gehen, wir müssen dafür gehen. Oh, nee. Oh, doch, wir sind dafür gegangen. Okay, uff. Gott sei Dank. Oh, ich habe oben gesehen, dass kein Field Goal kam, aber ich war gleichzeitig nicht auf dem Feld. Deswegen habe ich gedacht, wir sind nicht dafür gegangen und haben das Field Goal verhauen. Das wäre natürlich das maximal Dümmste gewesen in der Situation. Aber wir sind dafür gegangen und das war der Dagger. Spiel ist vorbei. Ich snap den Ball jetzt mit unter 40 Sekunden. Da müssen wir dann nachher gar nicht noch ein Play machen. Es geht ja zeitlich genau auf. Düb, düb, snap. Jawohl. So, Gameclock 37, Playclock 39. Nice. So, wo ist Khalil Mack? Wir müssen ein bisschen Trash-Talken jetzt. Unser Spiel war zwar nicht gut, aber trotzdem. Am Ende haben wir gewonnen. Eigentlich kann nur unsere Defense Trash-Talken, wenn man ehrlich ist. Mal gucken, ob wir jetzt direkt in eine Pressekonferenz kommen oder sowas. Das machen wir natürlich alles noch, bis wir wieder in dem Menü sind. Kann auch sein, dass wir gleich in das Menü kommen. Aber erstmal müssen wir natürlich hoffen, dass dieser Bluescreen-Fehler nicht wieder da ist auf einmal. So. Finish. Gucken, was passiert. Ladescreen. Würde ich eigentlich sagen, ist ein gutes Zeichen, aber der kam vor dem Bluescreen auch mal. Ey, kein Bluescreen! Aber wir scheinen direkt im Menü zu sein, so wie es aussieht, wa? Obwohl, wisst ihr was, wir können doch eigentlich schon mal simulieren, oder? New Ability Unlocked, Momentum Boost, was ist hier los? Ability. Ey, wir haben schon wieder ein Upgrade, nice. Sind wir jetzt 90? Ich glaube, ne? Ey, wie haben wir denn bitte plus 5 Moral? Ey, plus 2 Juke Move, nice. Wir sind gefühlt 3-7 oder so. Balance Beam hatte ich doch die ganze Zeit schon. Was sagen die denn neu unlocked? Frechheit, ja. Trust. Ach, alles egal. Alles egal. Wir werden nächstes Mal dann sehen, wie es weitergeht. Oder wollen wir, wisst ihr was? Wir gehen mal direkt noch auf Continue. Und gucken mal, was die nächste Szene ist. Oder was das nächste Spiel ist. Regular Season 13, 14, 15. Aber wir werden ja nicht in die Playoffs kommen. 16, 17. Ja, jetzt werden die Playoffs durchsimuliert, die Super Bowl. Hä? Die Offseason 21 ist durch.
Moment mal. Big Free Agent Signing Shocks the NFL. Na, dann werden wir nächstes Mal wohl sehen, ob da zu uns jemand kommt oder ob zu den Chiefs nochmal jemand kommt oder so. Ich verstehe nicht ganz, was hier gerade passiert, aber wir sind jetzt scheinbar kurz vorm Draft 2022. Das heißt, wir haben dann wieder die Chance, eine gute Saison zu haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob wir irgendwann vielleicht mal in die Playoffs kommen. Merkwürdiger Modus. Aber egal, dieses Running Back Spiel macht in einem gewissen Maß halt auch Spaß, wenn man mal was anderes macht, als das ganze Spiel zu kontrollieren. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.